Video Nummer 10. Wir machen nochmal weiter mit dem Linie-Paartanz. Wir sind Ingo und Marthe von Swing Time und diesmal lernen wir den Six-Count. Sollte auch beim Minihop natürlich nicht streicheln, sie sollte einigermaßen fest und stabil sein und der Follower muss sich darauf verlassen können. Und unsere Hände hier sind natürlich auch verbunden und ermöglichen die Steuerung, die Kommunikation mit dem Follower. Und in diesem Fall sieht das so aus, bei den Duck-Turnen. Wir haben ja auf 1, 2 den Backstep und dann kommen zwei Triple-Steps, wie wir gerade gelernt haben. Und in diesem Fall steuere ich mit dieser Hand, Marthe, ein bisschen nach hinten bei dem Backstep. 1, 2, 3 und 4. Das ist die sogenannte Preparation in Vorbereitung, denn so komme ich in einer Situation. Ich drehe gleich hier über meine linke Schulter und damit ich darauf besser vorbereitet bin, gibt es einmal dieses Öffnen, dass ich weiß, dass dieser Mann in die andere Richtung
Hier ist immer mit der Hand und mit der Hand im Rücken, kann man das ebenfalls durch so ein Öffnen begleiten. Das ist nämlich nicht nur diese, in meinem Fall die linke Hand wichtig, sondern auch die Hand auf dem Rücken. Wir könnten das genauso gut ohne diese Hand führen, nämlich nur mit meiner Hand auf Marthes Rücken. Weil Marthe als Follower immer versuchen sollte, meine Hand, wenn sie sich bewegt, in diesem Fall öffnet, zu folgen, also mit ihrem Rücken an meiner Hand zu bleiben. Und deswegen funktioniert es auch komplett ohne Hände, indem ich Marthe einfach so führe. Wir haben hier eine Rotation im Taktplan. Es gibt die Vorbereitung, die mich ein bisschen über meine rechte Schulter rotieren lässt. Ihr könnt es einmal zeitlos machen. In die rechte Schulter. Und jetzt bin ich in einer Drehung zur linken Schulter. Auf die nächste Zirkelzeit. Und jetzt kommt noch eine Drehung wieder über meine rechte Schulter. Ja, das heißt, die Hand des Leaders. Genau wie der Rücken des Followers, der Rücken, der ganze Körper, wir bewegen immer unseren ganzen Körper mit, wird in drei verschiedene Richtungen rotiert. Rechts, zeigen wir es auch nochmal mit der Faust zur Seite, vielleicht mit dem Blick. Rechts und links und rechts. Aber hallo.